sag mal, deinen Wagen hättest du doch schon früher nehmen können. Natürlich, habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt fahren wir aber ganz weit Na raus, klar, ja? Mädchen. Fantastisch, du. Augenblick mal. Na, was ist? Ist mein Wagen schon verkauft? Wieso? Sie haben ihn doch vor gar nicht langer Zeit holen lassen. Was, ich? Na ja, der Freddy hat doch sagen lassen, dass Sie den Wagen heute Nacht brauchen. Also, das ist ja die Höhe. Tja. Aber sein Bruder hat ihn doch abgeholt. Ich kann mir nicht vorstellen, Was können Sie sich nicht vorstellen, ha? Wie können Sie überhaupt den Wagen ohne meine Erlaubnis rausgeben, Aber hören Sie mal. Ja, wo ist denn der Wagen jetzt? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann Gottes. Hast du sowas schon mal gehört? Na, ich sage Ihnen doch, ich habe Freddy gar nicht gesprochen, sein Bruder. Der Bruder, wo wohnt er denn? Ich fahre sofort zu ihm. Aber jetzt doch nicht. Natürlich jetzt, gerade jetzt. Ich werde die Burschen schon klein kriegen, verlass dich drauf. Wo wohnt er denn, noch immer in der alten Borchardt-Wohnung? Ich nehme an, ja. Na, also los, komm. Wir fahren sofort hin, wir nehmen am besten ein Taxi. Wenn die nochmal zurückkommen, dann lassen Sie die Bengels ja nicht weg. Ich rufe in Abständen bei Ihnen an, verstanden? Ist gut, ja. Das ist doch wirklich unerhört.